Das State of the Art ist für die Schweizerische MS-Gesellschaft von besonderer Bedeutung. Es wurde vor 23 Jahren ins Leben gerufen und es geht hier um eine Plattform für internationale und vor allem auch für Schweizer Experten, für Schweizer MS-Experten zu schaffen. Hier konnten und hier können Forschende, Neurologinnen, Neurologen, Physiotherapeutinnen, Psychologinnen und Psychologen, Ernährungswissenschaftler, Sportwissenschaftler, Pflegende und andere MS-Experten zusammenkommen und ihre aktuellen Erkenntnisse vorstellen, teilen und ganz wichtig ist auch das Diskutieren. Ein wissenschaftlicher Fachkongress, an dem die aktuellen und für verschiedene MS-Experten wirklich hochrelevanten Erkenntnisse vorgestellt werden und die sich dann wiederum direkt auch in der Praxis positiv auswirken können für diejenigen, die jeden Tag mit MS-Betroffenen und für MS-Betroffene arbeiten. Ja, sehen Sie, wie fast alle anderen Veranstaltungen der MS-Gesellschaft und viele unserer Partner, so musste eben auch State of the Art virtuell geplant und durchgeführt werden. Das Organisationsteam der MS-Gesellschaft ist hochqualifiziert und hat diese Aufgabe ausgezeichnet gelöst. Es gibt zwei Hauptrichtungen. Das eine ist wirklich, eine Welt ohne MS zu schaffen. Das wird nicht heute sein, sondern morgen, und eine bessere Lebensqualität für diejenigen, die heute von MS betroffen sind. Mit Investitionen von über 29 Millionen Franken alleine in den zurückliegenden 10 Jahren. Damit ist klar, welchen Stellenwert die Forschung in der Schweizerischen MS-Gesellschaft hat. Das ist der Wunsch der Betroffenen. Das dürfen wir auch immer nicht vergessen. Betroffene sind nicht nur im Vorstand und in allen Gremien, sondern eben auch als Mitgliederversammlung der MS-Gesellschaft entscheidend. Deswegen setzt die Schweizerische MS-Gesellschaft einerseits alles daran, dass die Ursache von MS gefunden werden kann. Die ist bis jetzt unbekannt und ohne die Erkenntnis über die Ursache gibt es keine realistische Chance auf Heilung oder gar Impfung. Heute ist nur Therapie. Und auf diese Art und Weise sollen Tausende von Menschen allein in der Schweiz vor einem Schicksal ohne MS bewahrt werden können, also einem Schicksal ohne der Erkrankung. Dahin fördert die MS-Gesellschaft auch und gerade die Grundlagenforschung. Und wie in der Schweiz arbeiten international renommierten Immunologen und Grundlagenforscher, die es dem Kampf gegen MS verschrieben haben, in ihren Projekten wirklich spezifisch auf MS auch wirklich unterstützen zu können. Andererseits bedarf es bei einer Verbesserung der Lebensqualität für diejenigen, die heute von MS betroffen sind und damit leben müssen, auch für die bedarf es dringend forschende Erkenntnisse, um die Lebensqualität heute zu verbessern. Heute müssen MS-Betroffene mit schwersten Einschränkungen leben, beispielsweise permanenten starken Schmerzen. Ich weiß nicht, wer sich das vorstellen kann oder mag. Starke Sehbehinderung oder ein Leben im Rollstuhl. Das betrifft die gesamte Familie. Kinder und Partner werden oft zu Pflegenden. Ganz abgesehen von den wirtschaftlichen Folgen, die das für MS-Betroffene und ihre Familien mit sich bringt. Auch hier hilft zwar die MS-Gesellschaft ganz konkret, beispielsweise mit finanzieller Unterstützung und das auch nur dank der fantastischen Spenderinnen und Spender, die die Arbeit der MS-Gesellschaft überhaupt ermöglichen. Aber wir müssen auch heute schon den Unterschied machen für Betroffene, die die Diagnose haben und die mit den Einschränkungen leben müssen. Ich habe versucht darzustellen, dass die MS-Gesellschaft ein wirklich unabhängiges Netzwerk, den wissenschaftlichen Beirat der MS-Gesellschaft, von hochqualifizierten Expertinnen und MS-Experten bildet, neutrale, zuverlässige Empfehlungen, Wissen, wirkliches Wissen und die kritische Auseinandersetzung über die Behandlungsmöglichkeiten, die Therapien, über die Chancen und Risiken. Für MS-Betroffene und Angehörige ist es wirklich wichtig zu wissen, dass die Schweizerische MS-Gesellschaft ohne jede Beeinflussung der pharmazeutischen Industrie arbeitet, auch wenn das wichtige Partner bei der Erstellung von Therapien sind. Das kann die MS-Gesellschaft nur dank der Spenderinnen und Spender. Die MS-Gesellschaft transportiert zudem dieses unabhängige und hochqualifizierte Wissen über die Webseite, Veranstaltungen, Webinare, Seminare und auch die sozialen Medien. Eine
neutrale und fachlich wirklich hochqualifizierte, an den Bedürfnissen der MS-Betroffenen und deren Nutzen orientierte Stimme der Wissenschaft, die auch in den sozialen Medien zu haben, ist sehr wichtig. Sehen Sie, wir haben gerade im vergangenen Jahr gesehen, wie wichtig es ist, denn es gibt tatsächlich doch Personen, die in keinster Weise qualifiziert sind und trotzdem sehr gerne Ratschläge geben in den sozialen Medien, aber auch andernorts. Ich möchte hier nur auf die weltweit bekannt gewordene Empfehlung einer sehr bekannten Person hinweisen, die gegen Corona empfahl, Desinfektionsmittel zu spritzen. Das ist da und das gibt es auch in der MS-Welt, dass Menschen irgendeine Empfehlung für diese hochkomplexe Krankheit und Behandlung geben. Gegenüber der komplexen Herausforderung MS muss die Schweizerische MS-Gesellschaft klar mit überprüfbaren und überprüften wissenschaftlichen Erkenntnissen als Vertreter der Interessen der Betroffenen auftreten. Unabhängig. Oder würden Sie vielleicht bei Zahnschmerzen zum Schokoladenhersteller gehen? Oder zu dem Nachbarn im übernächsten Dorf, der sagt, er wüsste was? Ich glaube, wir alle wissen, dass das nicht richtig ist und dass das zu nichts führt. Die MS-Gesellschaft fördert die Forschung und gibt der Wissenschaft in der Schweiz in allen Medien gehört. Das ist wirklich nur aufgrund der großartigen Unterstützung der Spenderinnen und Spender in der Schweiz möglich. Die MS-Gesellschaft ist kein Staatsbetrieb. Die unabhängige und nur an den Interessen der Betroffenen orientierte Arbeit ist abhängig von den Spenderinnen und Spendern. Und daher gilt diesen an dieser Stelle auch mein ganz besonderer Dank, dass sie das möglich machen.